Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Endlich ist es soweit. Mein neues Bienenvolk zieht in meine Beute ein. So, die Adjustierung muss sein, um eventuelle Stiche zu vermeiden. Das Volk war jetzt eine Zeit lang unterwegs, wird dadurch ein bisschen aufgebraust sein und deswegen einmal der Schleier und die Handschuhe, aber gerade am Anfang kann es nicht schaden. Dann als erstes bei meiner Beute kommt der Fluglochkeil rein. Jetzt ist sie noch geschlossen. Fluglochkeil rein, dann die beiden Zagen runter, die werde ich erst später aufsetzen. Und das Volk sitzt auf 9 Waben und wird dann in den ersten Brutraum gehängt. Und dann schauen wir mal, was die Ladies so machen. Ich sehe gerade die Kiste, habe ich blöd platziert. Dann gehen wir mal ein bisschen rauf, dass wir uns ankündigen. Und dann hänge die Waben einfach um. Das ist der Platz. Wie ihr seht, die Handschuhe habe ich mir zu groß bestellt. Kann man nicht gescheit greifen, wenn die Finger zu lang des Handschuhs sind und die eigenen zu kurz. Also plädiere ich darauf, dass die Bienchen freundlich sind. Und muss jetzt ohne den Handschuhen auskommen. Normalerweise kein Problem, wenn man keine Biene quetscht, stechen sie eigentlich auch nicht. Muss nur immer aufpassen. Ja, das ist eine leere Wabe, die wird noch ausgebaut. Haben wir Pollen und Nektar drauf. So, die nächste Wabe. Da ist auch wieder Pollen drinnen und Nektar.
nächste Rähmchen da. Fängt das Brutnest an. Das schön verdeckelte Brut in der Mitte. Auf beiden Seiten. Immer wieder ein bisschen Rauch geben. Aber die Damen sind eh recht friedlich. Weiter geht's mit einer Brutwabe. Wieder Brutwabe. Wieder Brutwabe. Schau, ob ich die Königin Intus sehe. Ist jetzt noch nicht. Das ist schon wieder eine Futterwabe. Mit viel Pollen und Nektar. So, das Volk ist jetzt in der neuen Beute. Die Waben schön zusammenschieben. Perfekt. So auch. Kommt das Plastik drüber. Deckel drauf. Und zu guter Letzt das Dach drüber. Meine Bienen sind jetzt in der neuen Beute. Es ist noch ziemlich früh in der Früh jetzt, aber demnächst wird die Sonne hierher strahlen und dann wird das Volk anfangen zu fliegen. Ich muss mir auf alle Fälle noch ein bisschen kleinere Handschuhe bestellen, weil komplett ohne Handschuhe imkern will ich nicht unbedingt machen. Ich hoffe, ich habe nicht zu grobe Fehler gemacht. Vielleicht schauen da ein paar Profi-Imker schon zu oder welche, die schon länger imkern. Ich bin eben auch Anfänger und vielleicht habt ihr den ein oder anderen Tipp für mich. Wenn ich was falsch mache, dann gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, ein Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.